Der schwarze Milan lebt hauptsächlich von kleindimensionierter Nahrung, Säugetiere, Lurche, Reptilien, Vögel und Insekten, die er lebendig oder tot vom Boden aufnimmt. Als Kulturfolger nimmt er aber auch Abfälle und Unrat auf. Die vorliegenden Aufnahmen wurden im nördlichen Marokko hergestellt. Das Verbreitungsgebiet des schwarzen Milans reicht von Nordasien, Europa über Nordafrika bis Australien. Bei uns ist er Zugvogel, der im März oder April eintrifft. Eine Gruppe schwarzer Milane beim Nahrungssuchflug im offenen Gelände.